Wer hat denn den Text gelesen? Textarbeit mit Elias begleiten. Wer hat denn den Text für heute gelesen? Kennen Sie das? Ihre Studierenden sollten zur Vorbereitung einen Text gelesen haben, über den sie dann zusammen diskutieren wollen, aber am Ende diskutieren sie bloß mit zweien oder dreien. Die anderen sind damit beschäftigt, den Text überhaupt erst zu lesen. Das geht auch anders. Elias gibt Ihnen Tools an die Hand, um Ihre Studierenden schon bei der Vorbereitung zur aktiven Textarbeit zu motivieren. Experten, Expertinnen auswählen mit dem Elias Buchungspool. Wie wäre es zum Beispiel, wenn alle Studierenden vor der Sitzung zum Experten oder zur Expertin für eine Fragestellung werden würden? Mit dem Elias Buchungspool können Sie das leicht organisieren. Kein betretendes Schweigen mehr bei der Themenvergabe, kein Schuhspitzenanstarren. Alle können sich vor der Präsenzsitzung für einen Aspekt einbuchen, zu dem er oder sie Experte oder Expertin werden möchte, um den Mitstudierenden dann in der Präsenzveranstaltung zu referieren oder zur Seite zu stehen. Texte aktiv vorbereiten mit dem Elias-Wiki oder Blog. Ihre Studierenden können den Text nicht bloß lesen, sondern auf Elias ein kleines Wiki oder einen Blog dazu schreiben. Eine Zusammenfassung, eine Leitfrage, einen Aspekt. Sie werden da eine Menge Ideen haben. Und dann? Sie können diese Beiträge natürlich in Ihrer Veranstaltung gemeinsam diskutieren. Sie können aber auch erst einmal weiter damit arbeiten. Beispielsweise anderen Gruppen die Aufgabe geben, diese Beiträge zu kommentieren, vielleicht auch als Teil der Benotung. Und nach Ihrer Präsenzsitzung könnten die Texte dann final ergänzt und überarbeitet werden. Textarbeit dokumentieren und reflektieren mit dem E-Portfolio. Es muss nicht ganz so groß und vernetzt sein. Sie könnten die Studierenden eine elektronische Sammelmappe anlegen lassen. Bei Elias heißt das E-Portfolio. Hier können die Studierenden die Textarbeit vor- und nachbereiten. Als Zusammenfassung, als Stichwortliste, Fragensammlung, Bildersammlung, Literaturliste. Alles zusammen. Ihnen sind da keine Grenzen gesetzt. Und am Ende könnte das E-Portfolio auch noch als Teil der Prüfungsleistung eingereicht werden. Wie das geht? Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie unter https://elias.uni-gießen.de/wegweiser/textarbeit oder kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gerne persönlich. e-learning@hrz.uni-gießen.de